Wir brauchen für den schwachen Nullstellensatz zunächst mal ein Lemma. Das beweisen wir jetzt in dieser Lektion und in der nächsten Lektion dann also den schwachen Nullstellensatz. Also das Lemma. Wir haben wieder einen Körper K und wir haben eine Abbildung Phi, die soll von Kx nach K gehen. Und ja, die soll ein surjektiver Ringhomomorphismus sein. Kürze ich mal mit Syrhom ab. Und die soll die Punkte von, also die Elemente von K fixieren. Also das heißt, das ist mit anderen Worten die Identität auf K. So, und wenn wir uns jetzt den Kern dieser Abbildung angucken, den nennen wir, ja, einfach Kern, also der Kern von dieser Abbildung Phi, dann gilt Folgendes: Die Varietät zu diesem Kern von Phi, die ist von der leeren Menge verschieden, hat also Elemente. Das wollen wir jetzt zeigen. Zum Beweis schreiben wir uns mal ein Polynom fx hin. Also f groß x ist das immer noch. Das hat ja die Form Summe Alpha 1 bis Alpha n C Alpha 1 bis Alpha n X1 nicht A1 Alpha 1 XN Alpha n. Und ja, wenn wir jetzt auf dieses Polynom mal Phi anwenden, dann ja, kopiere ich dieses Polynom mal eben, damit ich das nicht alles nochmal schreiben muss. So. Also, wenn wir jetzt darauf Phi anwenden, dann können wir das Phi an diesem C vorbeiziehen, weil wir gesagt haben, Phi soll die Identität auf K sein. Und außerdem ist Phi ja noch ein Homomorphismus. Also können wir das Ganze auch schreiben als Summe, ja, die gleiche Summe, also ich schreibe jetzt die Indizes nicht wieder hin. C eben mit diesen Indizes, die wir uns jetzt mal dazu denken, Phi x1 Alpha 1 bis Phi xn Alpha n. So, wenn wir jetzt dieses Phi von x1 mal a1 nennen, das ist ja ein Element aus K. Und dieses Phi von xn nennen wir natürlich an. Dann haben wir jetzt hier so insgesamt stehen f von a1 bis an. Also eben gerade dieses Polynom f mit a eingesetzt. Ja, und damit sind wir sozusagen schon fertig.
Denn wenn wir uns jetzt ein Polynom vorstellen, das hier aus diesem Kern von Phi kommt, dann ist also Phi von f gleich 0, ist gleich, nach dem, was wir eben gesagt haben, f von a. Also ist f von a gleich 0. Also liegt a im Kern von f. Ich meine, ist eine Nullstelle von f. Und ja, das gilt also für jedes f hier aus diesem Kern von Phi. Und damit ist also diese Varietät vom Kern von Phi nicht leer. Und damit sind wir fertig mit dem Beweis. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Video.